Ja. Ein verregneter Nachmittag. Mit dem Nili, der mich nicht anguckt. Hallo. Hallo. So, wir spielen wieder gemeinsam eine Adventure Map, entworfen von Nili. Die zweite. Ja, und wie heißt, was ist die Geschichte dahinter? Wie heißt die? Man sucht etwas. Ich muss mir selber nochmal neu. Hallo, ich muss nur gucken, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Wer sucht, der findet, oder wie? Die Suche nach der nach Schallplatte, jetzt weiß ich. Ah, okay. Nochmal neu. The Lost Record, oder? Okay. Dann fail ich mich mal durch, oder? Also jeder nur eine Reihe aus der Kiste nehmen. Das ist schon so lange her. Ja, schauen wir mal. Wollte ich ja eigentlich schon viel früher machen, nur da ging es mit dem Laptop nicht so. Ja, das Tragisch. passiert ja nichts. Hängen ja keine Menschenleben davon ab. Du hast auch die Karte, ne? Oh, danke. Ja, ich sollte sie vielleicht in mein Inventar tun, damit ich es auch angucken kann. Gute Idee. Ja. Okay, ich bin jetzt voll im Bilde. Ansonsten, was ist hier noch? Ah, bisschen Deko. Da war doch was. Ja, Regeln sind da draußen, oder? Ja. Na gut, also die Suche nach der Schallplatte und auf normal spielen, nur Lehm abarbeiten, immer den Wegen hinterher, den Schild der Folge leisten und die Map zu zweit spielen. Ne? Okay. Durchplant diesmal. Bitte? Diesmal hast du durchplant, auch getestet, nicht so wie beim letzten Mal. Okay, dann hast du wahrscheinlich bessere Chancen zu gewinnen. Was vor? Achso, ja, dann lass ich mal vorbei hier. Nein. Ah. Ich bin runtergesprungen, weil ich nicht weitergekommen bin. Ja, das Problem ist, auf den Server haben wir jetzt kein TP oder so. Manu, ich habe nämlich meinen Springen umgelegt. Ich springe jetzt auf B. Okay, warum das? Ach so, wie gelehrt hast du. Ja. Ah, verstehe, verstehe. Weil eigentlich könnte ich ja schon wieder machen, nur jetzt nicht so an B gewöhnt. Ich sehe es. Es funktioniert ja schon mal super. Ich sehe, das wird wieder eine längere Folge. Ach, ihr habt Zeit. Das liegt nur an der Nacht. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Mach. Darf ich überhaupt was abbauen oder so? Warte, ich komm. Ach, ich glaube, ich weiß. Moment. Ja, ich weiß. Verdammte Scheiße. Ich bin immer noch an der ersten Aufgabe. Oh Mann, jetzt bin ich auch unten. Ich hätte gleich weiterlaufen sollen und dir nicht die ganze Zeit zugucken. Nein. Ich glaube, ich lege wieder um. Ja, das Blöde ist ja, man kann ja auf die Leiter nicht mehr stehen. Ist das mit einem geplant? Also, eigentlich. Ich habe gemacht seit dem das ist ja vom Update noch 1.0.0. Okay. So. Nicht, dass das ein Problem wird, ja. Nein, da ist schon fast durch. Ich
schlimmer, ich sehe schon, ich werde verlieren. Das weißt du doch jetzt noch nicht. Funktioniert die Karte nur zu zweit? Ja, soweit ich mich erinnere, ja. So, wie komme ich jetzt da hin, wenn ich auf der Leiter nicht mehr stehen kann? Hey, du hast dir was gegeben. Nein. Ich seh's doch. Schade. Hier wird alles mit dokumentiert, ja. Huhu, ein Foto für die Kamera. Huhu. Yeah, ich hab's geschafft. Also man kann es schaffen. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Wie soll ich erstmal die erste Aufgabe schaffen? Ich wink dir dann von oben. Ja. Ich komme auf den halben Block nicht rauf. Da gibt's wahrscheinlich keinen besonderen Trick, oder? Da muss man auf der Leiter stehen können und springen können. Ah, jetzt bin ich auch hier hoch. Kann das sein? Ich glaube, da muss man drauf stehen können, oder? Au! Oh. Voll die Tintenfisch-Invasion. Also ja, eigentlich mit dem Block müssen wir, glaube ich, wegmachen, oder? Ich glaube es also. Auch, ja. Also sind wir uns einig, dass wir den entfernen. Ja. War ja damals nicht mit eingeplant. Ja, das ist... Die Karte ist noch nicht upgedatet. Wenn ich jetzt irgendwo runterfalle, dann sterbe ich. Ich hätte im Bett sichern sollen. Ah, ich gehe mal kurz sichern. Ich gehe auch mal kurz sichern, weil der Spawn ist ja irgendwo am ADW. Und ich ohne TP? Mhm. Eben. Das mache ich jetzt dann mal drauf, damit man das auch verwenden können. Also natürlich nicht in der Karte an sich. Hey, ist für PvP an, ja? Ich muss mich nur einmal reinlegen, oder? Ja. Na dann, sollte es ja jetzt passen. So. Au. Platsch. Bist du schon weiter? Nein. Da bin ich aber froh. Also. Danke. Also ich freue mich mit dir. Toll. Oh Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Ey, ich habe Rüstung gefunden. Gut, dass ich gesichert habe, hä? Ja. Ja, hier ist voll die Disco. Ja, das Bett, da musst du dich nochmal reinlegen. Ist kaputt gemacht. Nee, aber wenn du da spawnst, dann hängst du da so in der Wand drin. Darf ich mir jetzt eine neue Reihe nehmen oder bin ich jetzt. Ah, nee, ich hab hier noch eine Rüstung. Ja, danke. Her damit. Mein Schatz. Noch eine Fackel. Nochmal ins Bett legen? Nee, musst du nicht. Es geht nur darum, du musst, also wenn du spawnst, dann musst du dich noch einmal dann ins Bett so. Legen und dann kommst du raus. Aus dem Dilemma. Oh Mann, hey. Einfach wegschneiden, ja.
Ist es schon ein Fail, wenn man runterfällt oder wenn man stirbt? Erzähl mir nur die Tode. Wir sagen nur Tode, oder? Ja, also nur die krassen Fails, oder? Weil sonst wäre ich ja schon, natürlich schon genug Fails. Sonst wäre ich mir schon siegessicher. Wobei, so wie ich mir jetzt einstelle. Mann. Und gibt es so eine Besonderheit wie Diamanten? Ne, ich glaube, die habe ich diesmal ausgelassen. Ansonsten stellen die auch vorne. Und gibt's Easter Eggs? Nee. Schade. Also ist das das bittere Leben, diese Karte. Ah, das ist mehr Jump'n'Run. Oh Mann. Also mit dem Jump habe ich es nicht so. Ich bin jetzt gerade angelaufen und bin nicht mal gesprungen, sondern einfach nur runtergefallen. Hey, da ist... Ich glaube, das ist sogar das Schwer. Nein, das ist nicht das Schwerste. Es liegt am Schwert, dass ich nicht so weit springen kann. Ja, ich habe es endlich mal wieder rüber geschafft. Yeah! Du bist Moses, führe uns aus der Sklaverei. Sein. Vorher ging es so furchtbar leicht. Ich guck dir zu. Ah, das schafft. Naja, da war nicht viel zu gucken. Aber jetzt kommt die schwierige Stelle. Hey! Das war's. Frechheit. Ja, du willst mich nur verhellen sehen. Gib's doch zu. Nein! Mach jetzt einfach den Block hier weg, ne? Oh ja. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt kommen wir gar nicht mehr auf den Zaun, ne? Dann machst du halt den Block jetzt weg und springst drauf und dann, wenn ich oben bin, dann mache ich das gleiche. Oh Mann. Ja. Ich hasse diese Leiter um die Ecke, aber ich habe meine Schuhe gefunden. Es hat sich gelohnt, dass ich runtergefallen bin. Oh nee, oh. Das wird schwer. Ich gar nicht damit gerechnet, dass ich doch irgendwann vor dir hier ankomme. Echt? Oben! Nein, hätte ich nicht gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Ich tippe mich mal. So, dass das nicht mehr geht. Das ging hier auf den Server noch nie. Ich bin auf den alten. Oh Mann, ich darf nicht nach unten gucken, ich muss immer nach vorne gucken. Ja. Dann bekomme ich keine weichen Knie. Von hier oben hat man so einen super Blick auf diese Brücke. Wie lange dauert denn die Karte so im Verhältnis zur letzten? Eigentlich sollte die kürzer sein. Verdammt, das ist richtig Wahnsinn. Okay, wenn sich das einer anguckt, der bekommt epileptische Anfall mit die ganzen Luftwasser. Ja, gleich wird's noch witzig. Oh, ich halt doppelt laufen darf ich auch nicht, sonst klappt das auch nicht. Sonst springe ich zu weit. Gleich wird es noch witzig. Was kann es noch witziger sein als jetzt? Kennst du das neue Sopa Akta? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum sich da alle so aufregen. Ich verstehe gar nicht, warum das immer wieder ein Thema ist. Tja. Es gibt so viele Sachen. Vor allen Dingen, ich habe irgendwo gehört, irgendwann hat man nachrecherchiert. Und was ACTA möchte, das gibt es in Deutschland schon alles. Von daher, wird es ja für die Deutschen eh kein großer Unterschied sein. Ja, die Leute haben bloß Angst wegen Zensierung des Internets. Was ja auch verständlich ist, aber trotzdem.
Vor allem, eigentlich sind ja Let's Plays schon illegal in Deutschland. Na, das würde ich jetzt so mal nicht sagen. Hey, das, da! Also begehen wir hier gerade eine Straftat. Bitte? Also begehen wir hier gerade eine Straftat. Nein, warum? Also, wenn du brauchst online stellen. Du brauchst nur bei auf der Internetseite von Mojang bei den Terms of Use gucken, dann stehst Mojang du. Ist ja was anderes, aber wenn wir jetzt was anderes machen würden. Machst du was anderes? Weil du musst nur Spiele suchen, wo es die Hersteller nicht mehr gibt. Dann ist es eher unwahrscheinlich, dass da jemand meckert. Bei Terraria ist es ja das gleiche, da schreiben die auch auf die Internetseite, dass man es darf. Wer denn Terraria entwickelt eigentlich? Relogic. Oh. Ich hätte es nicht irgendwie auch Mojang oder zugetraut. Zugetraut? Ja, dass sie das entwickeln. Ja. Es ist, macht ja auch unheimlich Spaß. Du hast Erdblöcke in der Hand. Oh ja, aber ich musste doch einen setzen. Eine, ja. Na gut, eine ist okay. Du hast eingesetzt, hast trotzdem eine in der Hand. Jetzt ist geworfen. Ah, komm, jetzt schaffst du es. Oh, verdammt. Das findest du lustig, ja? Ja. Muss ich wieder ins Bett legen, damit ich da wieder rauskomme? Bei langsam bin ich besser als du. Verdammt! Ich häng da drin. Bei welchem Bett hast du dich denn gesichert? Beim ersten. Ja, beim ersten, beim Balkon? Ne, beim anderen. Bei dem... Okay, gut, dann kann ich ja meins wegmachen. Ja, das bringt doch auch nichts. Lock ich nochmal ein und aus, oder? Mir wird schlecht. Immer noch. Soll ich mal kommen? Nee, bleib mal. Warte, ich habe eine Idee. Ja, mein Problem ist ja, ich darf, kann mich ja nicht ins Bett legen. Ja. Mach jetzt mal den Block unter mir kaputt, vielleicht hilft das was. Ich glaube, ich bekomme den epileptischen Anfall. Ich sollte zuvor mal vor dem Video so eine Warnung machen. Für welche epileptischen Anfälle, nein. Oh, ich habe ein kleines Problem. Ja. Ich musste mich nach unten buddeln. Toll. Verdammt. es tut mir leid. Jetzt können wir eigentlich aufhören. Nee, ich will es doch zu Ende spielen. Du hast da so einen Drang zu, ne? Immer direkt die Lücken zu finden. Ja, verdammte Scheiße. Ich erinnere mich nur an die letzte Map, ne? Ja. Wo du schon den Ausgang gefunden hast. Ich muss hier rausgehen, es hilft nichts. Ja, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich ein Fluch, der auf mir liegt. Okay. Mit dir kann man sowas echt nicht spielen, nee. Ja? Na, dann lass mal Skyblock zocken. Ende. So, ich mache Zimmer das hier schön wieder zu, habe mir das Bett gesichert und jetzt kann ich zu dir kommen. So. Also eindeutig ein Fail von für dich. Ja, aber ist es nicht ein Fail für dich, weil die Betten so komisch gesetzt sind und ich nicht mal drin sterben darf? Das kann ich, da kann ich nichts für. Ach so, dass ich das falsche Bett genommen habe. Bist du eigentlich schon gestorben? Nein. Na, warte, bis ich komme, dann sorge ich dafür. Oh Mann. Schon wieder runtergefallen? Ja, natürlich. Ich muss erstmal meine Sachen sammeln. Meine Hose will mich nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch einen Helm auf.
Also du spielst eindeutig öfter als ich. Ja. Ich kannte es halt. So verständlich. Mit was für einem Texture Pack spielst du denn? Default. So. Kennst du das? Nee. Das ist voll toll. Noch nie von gehört. Ich habe das einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich eine Textur abgeändert habe. Das die ist die von Glas, da habe ich die Querstreifen rausgenommen. Ja. Sehr böse. Soll ich runterhauen? Verdammt! Die wollte ich eigentlich runterhauen, hat sich aber damit erledigt. Wird's dir nicht langweilig, die ganze Zeit auf mich zu warten? Nö. Verdammt. Das darf doch alles nicht wahr sein. Soll ich die Erde cheaten und die runterwerfen? Eine habe ich noch. Eh schon das Ende gefunden. Ja, schon eher als du. Es sollte mir einen extra Punkt geben. Was war's geschafft? Verdammt! Du musst ganz oben auf die Leiter klettern. Ja, ich Idiot hab Shift nicht gedrückt. Ich hab's ohne Shift geschafft. Ja, das kannst du jetzt jeder sagen, der nicht aufnimmt. Entschuldigung. Verdammt. Also ich muss schon sagen, also du hast von Schwierigkeitsgrad hast du die Map genauso schwierig gemacht wie die andere. Aber ist ja möglich. Ja. Ich bleibe mir treu. Ich hätte gerne einen Kompass. Geht das denn hier überhaupt? Nee, eben. Ich bleibe meinem Motto treu. Hart. Hardcore. Es wird kalt, ich friere und habe nur noch 3 Herzen. Was haben wir? Was zu fressen? Dieser letzte Block. Frischheit. Ein Block, bevor du springst, müsste was zu essen liegen. Ich habe mich so aufs Essen gefreut. Dschungelcamp. Hast du die Dschungel-Update schon gesehen? Na, ja. Ich will eine miese Katze. Ich möchte auf Bäume klettern. Hast du auch gesehen, was sie bei Squeeper macht, die Katze? Ja, habe ich gesehen. Eigentlich eine coole Idee, dass die so abschreckt. Mhm. Wie im echten Leben. Warum stehen bei mir so viele Squeeper vor der Tür? Ich habe nur einen Hund. Tja. Irgendwie hätte ich es ja lustig gefunden, wenn sich Hund und Creeper nicht mögen und die dann sich betteln oder so, damit man sich für ein Tier entscheiden muss. Das wäre auch eine coole Idee. Also Hund und Katze meinst du? Ja, juhu! Ist geschafft! Habe ich jetzt gewonnen? Jetzt kommst du noch mal. Nein. Jetzt wird's witziger. Weil wenn du jetzt hier stirbst, dann kannst du noch mal alles von vorne machen. Ja, toll. Also nicht mehr sterben. Warum regnet es hier? Komm mal runter. Also, wir kommen nicht hier rüber, wenn ich das so richtig ahne. Ja, dann viel Erfolg. Warum muss ich immer vorgehen und du nicht? Na komm, ich geh vor. Nee, ich kann ja vorgehen. Oh nee, jetzt wird's hier hart.
Verdammt, verdammt! Oh, verdammt! Ich bin am ADW. Your homebed was missing or obstructed. Ich will hier nichts sagen, aber ich bin schon auf der anderen Seite. Ja, und ich bin wieder da, wo wir gespawnt sind. Beziehungsweise... Ding. Na gut. Dann speeden wir das Ganze, würde ich sagen, im Video. Was können wir machen? Ist ja voll, du Scheiße. Ah, weitermachen kann ich jetzt auch noch nicht. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Jetzt kann ich nicht mehr zugucken. Mhm. Ach, es geht. Um die Ecke. Ich sehe das Haus schon. Yeah. Aber hier steht nirgendwo, dass ich nicht keine Blöcke abbauen darf oder so. Doch. Oder nicht? Ja, ich guck's mir dann nochmal an. Ich, zumindest hatte ich's nicht mehr in Erinnerung. Ich bin sicher, dass ich kann das. Als erstes habe ich so sogar gemacht. Ich kenne dich, ja. Genau. Wir müssen Blöcke setzen, damit wir überhaupt in die Hütte kommen. Telefon! Telefon! So, ich brauche jetzt eine neue Reihe, es hilft einfach nichts. Muss ich hier wieder Vertragsbruch begehen? Der da! Ja, welcome back! Welcome back! Es war meine Mutti, du sollst Brot mitbringen. Ja. Nee, hier steht nichts von Blöcke abbauen, das musst du noch ergänzen. Nein, ein Failpunkt für mich. Nee. Oder doch? Ach, ich weiß nicht. So. Bayern hat nur unentschieden gespielt, ne? Echt, ich bin nicht so Fußball. Jetzt sind die nicht mehr Erste. Aber das ist ja schrecklich. Ja. Die Welt geht unter. Vor den 21.12.2012. Leg dir erstmal. Juhu! Sag mal, wenn du bei mir bist. Ich bin gleich bei dir. Huhu. Welcome. Juhu. Haha, Schlucht. Was geschieht denn? Ja, nee, warum? Wobei, kommt man über drei Blöcke drüber, wenn man anläuft? Ja. Ja, also dann hätten wir ja auch da runter springen können und drüber springen können. Hallo, du hast gecheatet, ich hab's nicht gesehen. Warum hab ich gecheatet? Hallo, du bist nicht den richtigen Weg gegangen, aber egal. Warum? Wie hätte ich denn gehen sollen? Ja, über die Brücke, also.